auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Roland, zunächst einmal zu diesem Spiel. Es ist abgebrochen worden, nicht wegen irgendwelchen bösen Sachen, sondern wetterbedingt. Kannst du mehr dazu sagen? Hast du es schon erlebt, sowas? Das habe ich noch nie erlebt, so ein Wetter. Aber ich glaube, es war notwendig, das Spiel abzubrechen, weil die Gefahr von der Blitze war zu groß und der Platz ist unter Wasser. Und dann ist die Verletzungsgefahr so groß, dass die Spieler verletzen können. Deswegen war es für mich sinnvoll, das Spiel abzubrechen. Die erste Halbzeit habt ihr aber noch fertig gespielt. Wie fandest du sie? Ja, wir waren jetzt 4 Tage im Trainingslager in Elfershausen. Das ist irgendwo in Bayern und da haben wir richtig hart gearbeitet. Und ich habe eigentlich nicht erwartet, dass wir gegen Forchheim so mithalten können, weil Forchheim eine richtig gute Mannschaft hat und wir richtig kaputt waren. Und ich denke, wir können zufrieden sein. Das 1:0 ist noch im Rahmen. Ob wir das hätte drehen können, das weiß ich nicht, aber im Fußball ist ja alles möglich. Ja, es muss schon was heißen, wenn du sagst, das hast du noch nie erlebt. Du hast ja eine 27-jährige Karriere als Trainer, teilweise bis in die dritte Liga hoch. Ja, da bist du schon rumgekommen. Und jetzt bei der Spielervereinigung Söllingen, was hat dich hierher geführt? Ich meine, klar, ich weiß Bescheid, du warst letztes Jahr hier, A-Jugend, aber was hat dich dazu bewogen, den Trainerjob der Herren anzunehmen? Ich habe ja hier in Söllingen anfangen dürfen, Trainer zu sein. Da war ich, glaube ich, 26 Jahre alt und habe da 3 Jahre trainiert. Ich habe also dem Verein sehr viel zu verdanken. Das war eine Einstiegschance für mich und sonst kommt man in das Geschäft nicht rein. Und wenn man mal im Geschäft drin ist, dann hat man ja die Möglichkeit, andere Vereine zu bekommen. Deswegen habe ich dem Verein sehr viel zu verdanken. Ich mache auch im Verein ja noch andere Dinge, die wichtig sind. Und ich wurde gefragt nach dem Aufstieg von der A-Junioren, ob ich den Job machen will. Das war eigentlich für mich nicht geplant. Aber das war natürlich für mich eine riesige Wertschätzung. Und ich habe hier ein riesiges Team um mich herum. Ich arbeite schon ein paar Jahre mit dem Vogel Klaus zusammen und mit dem Mario Kaiser, die mit mir zusammen die A-Jugend betreut haben. Und ich kenne auch die Spieler hier, ich kenne den Verein, ich kenne die Philosophie. Und aus diesem Grund habe ich jetzt nochmal, ich bin jetzt 63 Jahre alt, nochmal gesagt, ich möchte nochmal im Leben, im Fußballleben teilnehmen. Und ich bin jetzt richtig gespannt, wie die Saison läuft. Ich habe keinen Druck hier, weil wir müssen nicht aufsteigen. Söllingen hat jahrelang jetzt unter Aufstieg gespielt. Und mein Vorgänger, der Uwe Schumacher, der hat ja hier überragende Arbeit geleistet und hat immer vorne mitgespielt. Und jetzt warten wir mal ab. Wir müssen viele junge Spieler integrieren, wie die Saison läuft. Und ich habe richtig Bock auf die Geschichte und ich freue mich, weil die Jungs alle richtig in Ordnung sind. Und da werden wir sehen, was dabei rauskommt. Also, dass man irgendwelche großen Ansprüche stellt und Ziele setzt, ist erstmal nicht der Fall. Nein. Ich denke, das können wir uns ja nicht erlauben, Ziele zu setzen oder Druck auf die Mannschaft auszuüben. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, ganz klar. Ich bin ehrgeizig, ich bin ein schlechter Verlierer auch. Aber jetzt hier zu sagen, wir waren jetzt schon Dritter, jetzt müssen wir Erster werden, das können wir uns nicht erlauben, weil wir hier... Wir spielen auch hier ohne Geld. Und ohne Geld ist es sehr schwierig. Und dann in der Kreisliga ohne Geld, dann wird es noch schwieriger. Der Verein tut viel für die Spieler. Wir waren jetzt im Trainingslager, das kostet alles viel Geld. Bei uns stimmt eigentlich alles von der Infrastruktur her. Aber A-Klasse ist unsere Klasse im Moment. Da spielen wir jetzt gegen Berghausen, Lokalderby. Wir spielen gegen Krötzingen. Schön wäre gewesen, wenn Kleinsteinbach aufgestiegen wäre. Jölinger ist aufgestiegen. Das sind die Dinge, die ich früher auch gezogen habe. Und deswegen ist momentan unsere Klasse und ich finde es gut. Die Vorbereitung ist noch sehr jung, hast du gesagt. Aber wie läuft sie? Die Jungs ziehen alle richtig, richtig kräftig mit. Die sind sehr ehrgeizig. Die sind sehr offen. Auch die älteren Spieler sind sehr offen. Und die integrieren auch die Jungs, die jetzt rausgekommen sind. Es ist so, ich habe hier ein Patenschaft-Konzept entworfen. Das heißt, die Spieler, die aus der A-Jugend rauskommen, kriegen alle ein Paten zur Seite gestellt.
der muss sich kümmern um den Jungen und natürlich muss der Pate auch dementsprechend selber auftreten und muss selber das vorleben, damit der junge Mann auch dann eine Patenschaft anerkennt. Dann danke ich auf jeden Fall für das ausführliche Interview, wünsche viel Erfolg und wir sehen uns vielleicht beim Nachholspiel. Ja, ich bedanke mich bitte auch, alles klar. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.